So. Guten Tag. Ist ja wirklich übel. Okay, wir sind schon da. Verzeiht, Horda. Wir hätten dir das Ausmaß der Verwüstung klarer schildern sollen. Boah. Wann streamst du so? Mindestens immer von Montag bis Donnerstag. Ab 19 Uhr circa bis 0 Uhr mindestens. Meistens so 0, halb 1. Gestern war es kurz vor 1. Und morgen bin ich auch wieder online. Aber meistens samstags und sonntags nicht. Aber in der Woche, da könnt ihr auf mich zählen. Beeindruckt? Ich auch nicht. Verzeiht, Horda. Wir hätten dir das Ausmaß der Verwüstung klarer schildern sollen. Aber nein. Die Sahne. Ich bin echt ein bisschen schwer, die Namen richtig auszusprechen. Gisane? Gisane? Naja, es ist ganz allein meine Schuld. Morgen ab 20 Uhr bis 2 Uhr circa. Ja. Da so im Dreh. 20 bis 2 Uhr. Ich war aber zu optimistisch. Was ist passiert? Tja, also Link, das mit dem Brückenreparatur wird leider nicht so einfach. Es war klar. Es war klar. Die Brücke ist leider nicht sehr viel in sehr viel schlechterem Zustand, als ich angenommen habe. Es ist gar keine Brücke da. Da steht auch noch Thor da eher. Da steht auch Thor da eher dumm da. Thor da schätzt, dass wir 20 Holzbündel brauchen. Aber woher nehmen wir? Woher nehmen und nicht stehlen? Vielleicht haben wir 20. Mal überlegen. Wir könnten uns das nötige Holz vielleicht selbst beschaffen, wenn hier ein paar Bäume fällen. Aber es wäre eine ganz schöne Menge. Hier, 20 Holzbündel. Wir haben 20. Link, was machst du da? Huch, das sind ja 20. Holzbündel. Wie um alles in der Welt hast du so viele zusammenbekommen? Klauen. Also eigentlich an jedem Stall haben wir geklaut. Was der nicht wollte. Wir haben geklaut. Das müsste eine Plackerei gewesen sein, die zu sammeln. Ganz sicher, dass ich sie haben darf? Ist ja lieb von dir. Dankeschön. So spät am Tag noch, so spendabel. Du bist echt ein Held, Kumpel. Spitze. Alles Holz zur Hand. Wollen wir irgendwann Zeit ready? Oh, ich bin jetzt erstmal die nächsten Monate. Ich glaube, es wird auch Monate dauern. Bestimmt 2. Nur Zelda am Spielen. Weil ich spiele es ja nicht offline. Und sonst momentan jeden Dienstag V-Rising mit ein paar Kollegen. Deswegen, irgendwann Stardew Valley wird schwierig. Oh, Flugold, das freut mich. Cool, voll nett von dir. Danke. Auf Twitch hört sich auch noch ein bisschen besser an, ne? So von der Qualität her und so. Kriegt man leider bei TikTok nicht hin. Leider nicht möglich. Gisane, los ran an die Arbeit, dann ist eure Brücke ruckzuck nicht mehr Tor fort, sondern Tor da. Boah. Ich muss mal sagen, vielen Dank. Das freut mich. Gisane, nicht dahin. Das Teil gehört weiter nach hinten. Marco, beruhig dich. Wir bauen eine Brücke. Wir bauen eine Brücke. Bei TikTok ist der Stream 5 Sekunden vor. Das hat aber dann mit den Plattformen zu tun, das kann ich nicht steuern. Halt weniger weit. Ah! Das schöne Holz stürzt ab. Oh, im Flug gefangen, wohl dem, der Flügel hat. Stopp! Halt! Runter, Avadali. Das ist kein Zwischenholm. Und keine Hühnerschaukel. So. Zeit für das furiose Finale. Leute, ich kann das nicht normal lesen. Das letzte Tau gezurrt. Das letzte Schräubchen festgedreht. Und 2 und 4. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Ganz fix heißt es, tada. Ein neues Bauwerk steht da. Gut, jetzt bin ich in Stimmung. Den Rest werde ich in einem Ritt erledigen. Tada, fertig. Zass. Also bitte schon zu machen. Okay, dann ist ja gut.
Dann ist ja gut. Oh, oh, unsere Brücke ist wieder da. Das haben die safe mit Absicht gemacht. Das kann mir keiner anders erzählen. Ich freue mich so sehr. Jetzt braucht man keine Flügel mehr, um sich Sachen hin und her zu tragen. Wir haben die Brücke. Anfangs sah ich die Sache ja verdammt wackelig aus, aber am Ende war es dann doch ein schönes, erfülltes Stück Arbeit. Und die ist so stabil in meiner Brücke, da werden die nächsten Schneestürme eisige Tränchen weinen oder Flöckchen. Bald geht hoffentlich das Leben ins Dorf der Orni zurück und diese Brücke werde ich mit all meiner Kraft schützen. Wärst du so gut und würdest eine kleine Belohnung meinerseits annehmen? Ach, na gut. Ah, okay. Wenn's sein muss, gib mir die 100 Rubine. Aber ich bin jetzt ein bisschen böse. Sowas annehmen ist schon nicht so nett. Das war ein wenig angespartes von mir für die Brückenreparatur. Ich hoffe, es wird hinnützlich sein. Und damit zack, zack, auf mit mir zum Speerposten. Wobei, Moment. Jizane, du sagst mir doch Bescheid, falls dir wieder etwas geschehen sollte, ja? Auch wenn es etwas Kleines ist. Wenn ihr wieder Bedarf habt, dann melde ich dich und ich fliege schneller als ihr Flattermänner. Das ist wirklich zu freundlich von dir. Gut, ich werde mich melden, sollten wir irgendwas benötigen. Und falls wir etwas für dich tun können, dann lass mich bitte ebenso wissen, mein Freund. War schon nett. Der Brückenschlag zwischen Hylianen und Orni, und zwar wortwörtlich, hui, das wird unseren Lesern gefallen. Da steht wirklich die Bild-Zeitung, ne? Da steht die Bild-Zeitung. Grüß dich, Klopper. Schön, dass du wieder am Start bist. Wie geht's dir? Okay, die Quest haben wir. Die Quest haben wir. Wir gehen immer hoch. Ach, ist das toll. Also ich fand meine Brücke, die wir am Anfang hingebaut haben, war quasi das gleiche. Es war quasi das gleiche. Also Zimmermann, ich weiß nicht. Das stimmt, Flo Goldi. Das stimmt. Mir geht's wunderbar. Ah, das freut mich richtig zu diesem Klopper. Mir geht's auch sehr gut. Sehr gut. Lol. Hier war doch letztes Mal Eis. Hier war noch Eis. Das haben wir nicht weggemacht. Ich hab gerade die Brücke repariert. Wir sind also voll im Plan heute. Voll im Plan. Gut, dass wir hier nochmal lang gehen. Bisschen umgucken. Was zockst du momentan, Klopper? Sind das immer noch VR-Games? Oder nur was anderes? Ah, so schön die Musik. Ach, deswegen meintest du, es hat sich gelohnt? Okay. Sehr gut. Hallo, ich habe das Holz gebracht, ja? Alfog, ich bitte dich. Also, ich war die halbe Miete. Ach, wegen der Story, okay. Sehr gut. Hier kann man nur pennen. Sie hat bestimmt keine Quest, nein. Also, ich hoffe wirklich, dass die Quests immer angezeigt werden. Und nicht erst, nachdem man den zweimal gesprochen hat bei manchen. Banderweizen, Rohrzucker, Ziegenbutter, eine Flasche Fein. Ich kaufe sie alle. Sehr gut, was haben wir hier? Glutling. Also das Einzige, was ich noch mir kaufen würde, wären Pilze, womit wir schneller laufen können. Das wäre ein Träumchen. Das können wir uns safe nicht leisten. Der Negat hat auch nichts für uns. Oh, also okay.
Also, ich würde halt schon gerne wissen, wenn du das weißt, wenn es eine Quest geben sollte, nachdem er erst 3 oder 4 Mal mit denen gesprochen hat und es wird vorher nicht angezeigt, gerne sagen. 75, holy shit. Weil dann ist man ja quasi dazu gezwungen, mit jedem zu reden. Mit jedem. Unabhängig vom Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Holzkelle. So. Es wird der Bratan ausgepackt. Nachttyp. So. Frostling haben wir 400.000 Stück von. Schwertling. Ist auch gut. Ist auch gut. Macht, glaube ich, Angriffskraft. Da finden wir schon mal eine Quest, ohne dass die ein Zeichen hatten. Verdammt. Euch ist schon mal aufgefallen, dass wenn man am Kochen ist, dass dass Link alte Songs summt. Ist mir aufgefallen? Ich hoffe ja. Kraftfleischspieß mit Pilzen. Was haben wir noch? Ich muss doch irgendwas Zitterfrostforelle. Ich will nicht leuchten. Ich will schnell. Spurtfeilchen. Und das Fleisch. Sind es 4 verschiedene Songs, Timo? Weißt du das? Tempo 1,30. Jawoll. Ich brauche mehr. Glaube ich wirklich nur das eine, ne? Also ich will halt schon mit vielen reden. Eigentlich nicht mit allen. Hogwarts Legacy, wie gefällt's dir? Jetzt muss ich auch hier so ein Auge nehmen, ne? Ne? Also so eine Echse nehme ich jetzt für Medizin. Monsterzutat. Ich nehme jetzt hier das... Ne, ein Flügel. Ah, ein Flügel geht, glaube ich, nämlich nicht. Ha! Geht das? Medizin, so. Das müsste gehen. Das ist übermorgen Geburtstag. So, ich muss leider aufgehen, aber morgen wartet eine 12-Stunden-Studie auf mich. Oh, holy. Flo Goldi, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir und hoffentlich eine gute 12-Stunden-Schicht. So gut wie möglich. Bis zum nächsten Mal. Den erst nach einem bestimmten Spiel-Story-Punkt, zum Beispiel Dämonenstatue. Okay, wenn das von der Story her ein bisschen abhängig ist, dann ist es für mich fein. Was halt für mich so ein bisschen problematisch ist, was Alina halt meinte, dass man erst mit denen ein paar Mal reden musste, bis halt wirklich die Quest halt kam. Hatten wir noch so eine Echse? Klammer-Echse. Fettkröte, ne. Macht dir sehr viel Spaß. Nice, das freut mich. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Müssen noch mehr kochen. Wild. Wir hätten gerne noch... Der macht einfach nur Leben. Er macht auch nur Leben. Ist auch in Ordnung. Stopp! Ich hatte noch Mutterzeug drin. Großes zu tun hat. Das Sammeln der Tiere ist ein bisschen aufwendig. Ah, du bist auch wirklich auf 100% zu kommen. Cool. Einfach, warum nein? Warum nein? Ja. Und wir nehmen... Ah, okay. Ja doch, Sonnenfleckchen, ja. Auch schon mal ein bisschen vorbereiten. Wir waren schon lange nicht mehr unten. Motorzeug ist ja nochmal gut gegangen. Habe ich nochmal Glück gehabt, wa? Bisschen Ausdauer. Nächstes Mal wird Diablo 4 gezockt. Ich bete darum, dass es ein gutes Endgame hat. Dann werde ich es auch spielen.
Und solange werde ich noch meine Zelda-Sucht irgendwie befriedigen müssen. Nein, nicht essen. In die Hand. Maxi-Trüffel. Bildspieß, schön. Maxi-Trüffel haben wir. Füllt das entsprechende Gericht deine Herzen auf und erweitert sie sogar. Also nur ein da rein? Machst du das ja 100% oder casual? Max Heilung plus 1. Wahnsinn. Richtung 100% auf jeden Fall. Ich weiß nicht komplett 100%, weil ich weiß nicht, wie gut du Zelda kennst. Man kann jetzt hier 1000 Crocs sammeln. Und die Belohnung soll nicht so nice sein. Puh. Puh. Aber sonst mache ich alles. Also Robin spielt safe, Diablo. Kennst Zelda, okay. Ja, man darf da nicht automatisch von ausgehen. True. Man kann ja rüberspringen. Aber ich mag, manchmal denke ich mir so, überspringen okay. Beim Kochen denke ich mir so, aber hoffentlich pfeift er wieder in der Runde. Ach, du hast jedes gespielt, alles klar. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Willi auch Diablo 4 spielen wird. Da bin ich mir nicht sicher. Habe ich mit ihm noch gar nicht drüber gesprochen oder gar nicht gefragt. Aber soweit ich weiß, hat er Diablo 2 Resurrect gespielt. Jo, BOTW auf jeden Fall. Lukas auf jeden Fall. Das Spiel ist absolute Liebe. Das Spiel ist absolute Liebe. Ich bin sehr begeistert. Das hier nochmal. Ich habe zum Beispiel bei BOTW habe ich mir nicht 900 Crocs geholt. Halt eben wegen der Belohnung. Das war halt echt einfach keine Motivation für mich. Aber sonst habe ich alles gemacht. Auch die DLCs. Okay, den Leuenturm, den habe ich nicht zu Ende gemacht. Ich war auf Level 20, bin gestorben und dann hatte ich kein Interesse mehr. Da war Schacht im Schicht. Jetzt kann die probieren. Ausdauer zu steigern haben wir hier. Aber doch. Diablo ist geil auf jeden Fall. Diablo 3 hat mich nicht so überzeugt. Es reicht vom Endgame her nicht. Was null für mich. Ich war ein unglaublicher Suchti von Diablo 2. Da habe ich auch safe 1200 Stunden. Ihr pennt, gute Nacht. Denn Kevin Bödenfüter. Der Vido. Hau rein, danke, dass du da warst. Gute Nacht wünsche ich dir auch. Und der gesamten Community auf Twitch. Gute Nacht vom Kevin Bödenlüfter. Und der war eben auch hier. Gute Nacht, soll ich jetzt sagen, Twitch. Die Belohnung bitte wäre die größte Scheiße, ja. Es war halt einfach eine Demotivation, halt weiterzumachen. Also für mich auf jeden Fall. Mit Gordon und Zahn. Können wir machen? Moment. Die Level habe ich bisher auch jedes gespielt. Diablo 1. Okay, Diablo 1 habe ich nicht gespielt. Diablo 2 plus LOD auch. Resurrected auch. 3 habe ich auch gespielt. In die Ableger habe ich mir eine Viertelstunde angeschaut. War in Ordnung, aber dann viel zu viel Pay to Win. Oder Pay to Progress eher. Also, die Diablo 3 war halt für mich auch nur Enttäuschung wegen dem Endgame. Es war nicht von dem Portale. Ja, kann man mal machen, aber. Ich denke einfach, dass dem Direktor am Herzen nicht so wie Game Freak ist. Oh, Game Freak, sehr gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel, Game Freak. Ich habe ja auch Pokémon-Teile auf der Switch und auch hinter mir stehen. Schildschwert war gut. Arceus war. Vom System her nice, aber es tut mir leid. Wie gesagt, auch bei Zelda, ne? Das muss nicht 4K sein, 120 FPS oder nun. Mir reicht bei Zelda-Spielen oder bei Nintendo-Spielen 30 FPS, es ruckelt nicht. Aber die Konsole ist auch einfach leistungstechnisch an ihrer Grenze. Du kannst nichts rausholen. Du hast keine Chance. Da muss was Neues her. Und dann bringst du eine neue Switch raus mit einem neuen Display, verbaust aber die alte Hardware. Warum? Gib dir doch einen Schniff mehr Mühe. Verlang doch 50 Euro mehr, 70 Euro mehr.
Habe ich keine Fit-Karotte? Bin ich blind? Das mit den Seasons auf jeden Fall, glaube ich, da stimme ich dir zu. Aber keine Ahnung, von was die Story von Diablo ist. Diablo 3 könnte ich safe auch noch nicht mehr die Story sagen, aber Diablo 2 könnte ich alles sagen. Ach, Fit-Kröte! Eine Fit-Kröte. Die habe ich gesehen. Und ein Zahn. Was für ein Zahn? Meinst du einen Hauer? Ein Zahn, hier. Hinox-Zahn. Ich frage, was für ein Zahn du meinst. Aber Nintendo kann sehr gut optimieren, zumindest die eigenen Titel laufen fast perfekt. Jo, das muss man dir auch sagen. Unabhängig davon, wie die Spiele teilweise aussehen, man hat manchmal Frame-Drops. Die Spiele, die auf der Nintendo rauskommen, es gibt nie einen Gamebreaker. Du kannst das Spiel ganz normal durchspielen. Du kannst... Es ist klar, es gibt einen Day-One-Patch. Es gibt ein paar Bugs, aber... Ihnen passiert nicht sowas wie Cyberpunk. Ne, die Spiele sind halt schon echt fertig. Vor allem fand ich es gar nicht so blöd. Ja. Christian, vielen Dank für die Likes. Vielen, vielen Dank. Das muss man halt schon sagen. Nintendo-Spiele laufen halt wirklich echt gut. Ja. Vielleicht meine Sternfrucht. Ich koche jetzt erstmal. Wird erstmal gekocht jetzt hier. Ja, viel gar nichts. Laura, vielen Dank für die Likes. Dankeschön. Machen wir jetzt einen Grillteller hier erstmal, mal Vernünftiges zu essen. Leute gemacht, die wissen, wie die sein sollen, um hier spielt. Es ist Blizzard. Abwarten. Endgame entscheidet für mich Diablo 4, ob ich spielen will oder nicht. Weil die Story, ganz ehrlich. Bin ich nicht so der Typ von, der das halt mega interessiert. Ich will einfach ein geiles Endgame haben, wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie farmen, man hat ein bisschen Progress, es macht Sinn, das aufzuspielen. Das Gefühl will ich haben. Das hatte ich bei Diablo 3 einfach gar nicht. Wir hätten hier Hitzeschutz. Oh, lass mal. Ja, das ist Nintendo's stärkste Marke, die können sich bisher wirklich nicht leisten. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn das aber passiert bei Zelda oder so, wenn da das Vertrauen wegbricht, das wird schwierig. Das wird schwierig. Da bin ich auch nicht der Fan von, aber die neue Bösewichtin ist ja mal ultra süß für eine böse. Fand sie süß? Also, ich bin auf jeden Fall vollkommen zufrieden. Ich hoffe einfach nur, das ist das letzte Zelda auf der Konsole. Und die nächste Konsole, ich hoffe, sie gehen ein bisschen von diesem Familienimage weg. Dass die Konsole 250 Euro kostet, 200. Man muss einfach die Preise von PS5 und Xbox annehmen. Weil ganz ehrlich, so ein PC, wie die PS5 kostet, kriegt man nicht. Keine Chance. Auch bei 500 Euro, 550 Euro. Der PC, der wird nicht ansatzweise gut sein wie die PS5. Und da ganz ehrlich, Switch, komm, macht auch die 350 oder 400 und bringen uns dann endlich mal die 60 FPS, bringen uns eine stabile Leistung. Und was man ja auch sagen muss, ne, wenn eine neue Konsole rauskommt, wäre es halt schon so gut, dass die Konsole nicht nur ein Jahr auf dem aktuellen Stand ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Klar kann es jetzt was Besseres rausbringen, aber ist für die heutige Zeit gerade so ausreichend. Eine Konsole soll auch ein bisschen leben und in 5-6 Jahren ist die Konsole wieder viel zu schwach. Ich weiß nicht. Weil es ist nicht einfach mit den Preisen bei Konsolen, aber hat man jetzt auch nichts von. Rutschreduktion. Hier haben wir schon mal gemacht mit der Rutschreduktion. Das haben wir schon gemacht. Obwohl ich ja bei Diablo 2 wirklich die Story auch noch gut fand, ne? Oh.
Immer noch VR-Games, natürlich, natürlich. Deshalb kannst du das Spiel natürlich. Ja, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Pack mal eine Vogel los mit rein. Luxus-Schmorbratern. So, und. Machen wir das mal. Nüsse und Honig habe ich noch nicht gemacht. Elektroschutz, jawohl. Ja, gut. Gut. Das kann ich nachvollziehen. Das Gefühl will man nicht haben mit dem rausgeworfenen Geld. Nüsse und Honig. Habe ich die PS2 auch von Konsole, weil ich ja schon merke, dass es rauskommt, bitte geht. Easy geht nach Hause. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also, ich kann auch immer noch nur nachvollziehen, wenn... Ach, das war eine Eichel. Wenn man sich eine Xbox holt, wenn man keinen PC hat. Das kann ich nachvollziehen. Das geht beides nicht. Beides nicht. Was hältst du von Yamaha? Meinst du jetzt Motorräder? Meinst du ein Keyboard von denen? Steht die Frage nicht. Wenn man keinen PC hat, kann ich eine Xbox nachvollziehen. Aber wenn du nur Xbox hast und PC, verstehe ich das nicht. Weil es genau das gleiche ist. Motorrad? Sieht gut aus. Ich habe keinen Motorradführerschein. Ich würde mich sonst totfahren. Aber sonst die anderen ein paar exklusive Titel für die PS5 oder halt, wenn man Fan von Mario ist oder von Zelda oder Pokémon, dann musst du halt den Switch holen. Und bei PS5, ganz ehrlich, PS5 ist die schlechteste Sony-Konsole, was Spiele angeht, die dafür rauskommen. Unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Das Beste, was ich für die PS5 mir jetzt geholt habe, war eigentlich damals Bloodborne. Und da kann ich auch nur argumentieren, warum es gut war. Wegen den Ladezeiten. Oder weniger Ladezeiten. Das war's. Sonst? PS5 exklusiver Titel? Fällt mir nicht viel ein. Zeit für die Inspektion. Macht das. Wir haben genug zu essen, oder? Bisschen haben wir wieder. Ich habe mal aus Zufall einen Voucher von Hodora genannt. Gut, bei Elfpaladin und später. Ich habe mitbekommen, dass es eine Firma gibt, die Hodora heißt und Sportartikel herstellt. Ach lol. Ach lol. Magst du Sons of the Forest? Yes. Also The Forest und Sons of the Forest haben wir beides mal durchgespielt im Stream. Gollum bekommt 20% bei Steam. Boah. Also ich weiß nicht, ob das Spiel schlecht ist. Ich habe halt, wie gesagt, nur gelesen, dass die Performance unterirdisch sein soll. Also Sons of Forest haben wir vor 2 Wochen durchgespielt. Und Forest halt damals auch mehrmals, als halt die ganzen Patches rauskamen. Wo mehr Story kam. Aus dem Halt, da kracht's ja richtig. Quest. Spielst du VR-Titel? Ich habe keine VR-Brille. Und wenn ich eine VR-Brille hätte, müsste ich hier das ganze Zimmer ein bisschen umbauen, weil ich habe hier kaum Platz. Ich würde mich sehr schnell verletzen. Es würde mir wehtun. Ein Ausdauerbarsch. Aber VR finde ich ziemlich nice. Also ich habe bis jetzt einmal VR ausprobiert auf der Gamescom, Resident Evil 15 Minuten gespielt. Das hat schon Bock gemacht. Das hat schon Bock gemacht. Okay.
Okay, uns fehlt immer noch eins. Erwacht, dann kam, wo bin ich? Eine unbekannte Welt, das haben wir eben gesehen. Und dann haben wir die 10 gesehen und die 15. Und bei der 15 fragt sie sich, wo das Schwert her ist. Das ist das viertletzte. Es gibt ein Spiel, da musst du zum Durchspielen 261 Tage warten. Das hört sich ein bisschen beschissen an. Das finde ich irgendwie nicht cool. Okay, das sind die Hauptziele. Was ist der Unterschied zwischen Episoden und Nebenaufgaben? Ich glaube, Episoden sind wichtiger als Nebenaufgaben, aber nicht so wichtig wie Hauptziele. So verstehe ich das. Episoden gehen länger. Okay. Okay. Ach, worauf ich hinaus wollte. Genau, ich wollte eigentlich mir meine Fotos angucken. So. Tja. Und jetzt würde ich eigentlich gerne gucken. Genau, ob ich hier einen Ausdauerbarsch fotografiert habe. Postforelle. Kann man hier irgendwie suchen? Ne. Weil dann würde ich gucken, wo ein Ausdauerbarsch ist und da dann direkt hin. Das sieht nicht gut aus. Muss aber ein Untergrund stimmt. Ja. Aber ich wollte gerade ein bisschen noch hier die Quest machen. Jetzt sind wir auch hier bei Monstern, ne? Materialien. Ja, das bringt mir nichts. Waffen. Tiere. Oh, ich glaube, wir gehen länger. Also, aus einer Aufgabe folgt eine nächste. Und nebenbekommen ist genau eine Aufgabe. Okay, bin ich sicher. Und unter Monster findest du wahrscheinlich nicht. Danke. Habe ich dann auch gesehen. Auch hier sehen. Ja, dann haben wir noch gar keinen Ausdauerbarsch gefunden. Tja. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier noch für Quest? Ich war eben zu voll zum Lesen, jetzt lesen wir. Ein Traum von einem Wagen. Zu mir gerne. Ach so, das könnten wir mal tun. Da müssen wir das Rad dran machen, ne? So. Das machen wir doch. Ist doch ein Klacks. Das machen wir. Ist nicht unten am Fuß des Berges einer bezogen auf den Ausdauerbarsch oder auf was? So, die gute Frau braucht Räder. Da war halt ein Fluss, ne? Oh, hier, warte mal. Pan ist hier. Vorsicht, Kollege, so viel Lärm am frühen Morgen verschreckt die kleinen Vögelchen. Dann bekomme ich keinen Pieps mir aus ihnen heraus. Und dass gerade jetzt da interessantes Gezwitscher in der Luft liegt. Ich will jetzt keine falschen Gerüchte in die Welt setzen, aber... Aber es heißt, dass Prinzessin Zelda auf einem Monster geritten sein soll? Das Monster soll scharfe Beißer gehabt haben und so riesig wie ein Berg gewesen sein? Es war das erste Mal, dass meine kleinen Kundschaft eine solch entsetzliche Kreatur erblickten. Außerdem fügten sie hinzu, dass es wirkt, als stünde dieses furchtbare Wesen unter Kontrolle der Prinzessin. Ich kann nicht glauben, dass es eine solche Kreatur wirklich auf der Welt geben könnte. Aber wenn es nun doch ein Monster ist, dann wäre die Titelseite nicht groß genug für einen Bericht. Da fällt mir ein, eine der Gäste in diesem Stall hatte etwas von einer unbekannten Kreatur berichtet, die mir eine der Vögelchen zugezwitschert haben, soll sie in der subtropischen Region im Süden gesichtet worden sein. Okay, bei den Goron halt, ne? Am schnellsten gehen wir der Sache auf den Grund, wenn wir bei verschiedenen Stellen etwas herumfragen.
Das sollten wir einmal nachpicken. Dann wird sich herausstellen, was Wahrheit ist und was Dichtung. Prinzessin auf dem Monster.